Genauer hingucken lohnt sich auch am Hohennauener See im Norden Rathenows. Das sind so rund 10 Kilometer von hier. Da gibt es den kleinen Ort mit dem schönen Namen Wassersuppe. Ohne Witz, werden Sie auch noch als Ort kennenlernen. Ja, Wassersuppe, was soll das jetzt? Stellen wir Ihnen vor, ein echter Geheimtipp. Und los geht's natürlich am Kochtopf. Hier wird eine Suppe gekocht. Eine Wassersuppe. In Wassersuppe. So heißt der Ort wirklich. Und die Frau, die kocht, ist Baronin von Haiking. Und sie kocht im ehemaligen Pferdestall des Gutshauses. Naja, sieht jedenfalls gut aus, was da im Topf ist. Das ist eine Fischsuppe. Die Bouillabaisse von Wassersuppe. Aber was macht eine Baronin in Wassersuppe? In einem winzigen Nest? Das ist ein Geheimtipp. Wassersuppe ist eine Sackgasse. Hier ist nichts los. Kein Verkehr. Und die Landschaft ist traumhaft. Vor allem, wenn man direkt am Hohennauener See residiert. Der Ort strahlt eine wundervolle Wärme aus. Vor allem dort, wo die Zeit schon lange stehen geblieben zu sein scheint. Im kleinen, wirklich winzigen Dorfladen. Ja. Mehr oder weniger. Also alle, die hier kommen, die sagen, ach, ist das niedlich, ist das. Das ist eben halt so, ja. Fast magisch angezogen wird der Fremde im Ort von der kleinen Kirche, die vor allem durch die Unterstützung der Baronin wieder im alten Glanz erstrahlt. Hier beim Kirchenältesten lässt sich auch die Frage nach der Herkunft des Namens Wassersuppe stellen. So wie wir es als Kinder erfahren haben, dass hier eben eine feuchte Ecke ist, der Rhin zwischen Hohenrauner See, Witzker See, da war eine Stelle, wo das Wasser eben raussippte oder ständig sippte. So hat man uns das erklärt. Aber ein berühmter Namensforscher hat den Wassersupplern nun gesagt, dass der Name aus dem Slawischen stammt und Schaumschläger oder Windpupser bedeuten soll. Der Bürgermeister weiß das. Kann er damit leben, ein Schaumschläger zu sein? Also ich könnte damit leben, die Übersetzung aus dem Slawischen Wassersuppe, Windschläger, Schaumschläger, ich denke, da ist auch ein bisschen Wahrheit dran. Und es wird doch so sein, dass es den einen oder anderen gibt. Heute noch? Bestimmt heute noch, ja. An wen denkt er da wohl, der Gute? Die kann er kaum meinen. Dabei schlagen sie schon das Wasser mit Rudern und pupsen bestimmt auch mal in den Wind, oder? Ja, wir machen Kutterrudern. Wir sind von der Laufko Wassersuppe. Das sind die, die hier rudern. Was hat das mit Wassersuppe zu tun? Mit Wassersuppe hat es eigentlich nichts zu tun. Wir haben es nicht erfunden. Obwohl. So, strengt euch an. Und Schlag aufnehmen. Macht bestimmt Spaß. Und man hat noch mehr davon. Ein bisschen Kreuz, würde ich sagen. Und die Arme wären nicht so schlapprig im Alter. Sie sind deutscher Meister. Tatsächlich, Wassersuppe ist deutscher Meister im Kutterrudern. Schon irre. Naja, da gehört ein bisschen mehr dazu. Also es ist einmal das Rhythmusgefühl, natürlich die Ausdauer. Wir machen das jetzt seit 15 Jahren. Aber dann kommt es darauf an, dass man die richtigen Leute im Boot hat, die dann ein Rhythmusgefühl haben, die zueinander passen und letztendlich auch ein bisschen mit Spaß bei der Sache sind. Es könnte aber sein, dass etwas ganz anderes die Ruderer zu diesen Leistungen gebracht hat. Ja, die Wassersuppe. Was mag drin sein? Probieren Sie, dann wissen Sie es. Kein Gift. Schmeckt wirklich lecker, die Suppe, deren Rezept ein Geheimnis ist. Und ein Schelm, wer Böses dabei denkt, dass die Namen der Nachbarorte irgendwas mit der Wassersuppe zu tun haben könnten.